Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal habe ich ein Stadion besucht, dessen Spielfeld 5 Meter zu kurz ist und das von Nord nach Süd ein Gefälle von 1 Meter hat. Welches Stadion ich meine, das seht ihr gleich. Das Dreisamstadion ist ein Fußballstadion in der baden-württembergischen Stadt Freiburg im Breisgau. Die Sportanlage ist Eigentum der Stadt und liegt im östlichen Stadtteil Waldsee an der Schwarzwaldstraße, unmittelbar an der Dreisam. Die erste Herrenmannschaft des SC Freiburg trug in diesem Stadion von September 1954 bis September 2021 ihre Heimspiele aus. Seit der Saison 2021-22 spielen jetzt in dem Stadion die zweite Herrenmannschaft sowie die Frauen des SC Freiburg. Die erste eigene Spielstätte des SC Freiburg war das 1928 eingeweihte Winterer Stadion. Dieses musste 1936 verlassen werden, da die Luftwaffe das Gelände als Flugplatz benötigte. Erst 1953 erhielt der Verein ein Gelände im Osten der Stadt, auf dem ein Sportplatz angelegt wurde. Am 1. September 1954 wurde diese offiziell eingeweiht. 1967 wurde die Spielstätte von SC-Platz in Dreisamstadion umbenannt. Nach dem Aufstieg des SC Freiburg in die erste Fußball-Bundesliga 1993 wurde das Stadion in mehreren Bauabschnitten auf die heutige Kapazität ausgebaut. Aufgrund einer Klage in der Nachbarschaft wurde es dem SC Freiburg untersagt, das Stadion weiter auszubauen. 2012 wurde festgestellt, dass eine Modernisierung des Dreisamstadions unwirtschaftlich ist. Im Februar 2015 wurde in einem Bürgerentscheid beschlossen, dass am Flugplatz in Freiburg ein komplett neues Stadion gebaut wird. Der Bau begann im November 2018. Mit der Saison 2020/21 wollte der Verein ins neue Stadion umziehen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögerte sich jedoch der Bau. Zur Saison 2020/21 zog die zweite Mannschaft in das Dreisamstadion um. Die erste Mannschaft trug noch ihre ersten 3 Ligaspiele dort aus und zog dann zum 8. Spieltag in das neue Stadion um. Das letzte Bundesligaspiel fand am 26. September 2021 gegen den FC Augsburg statt. Der SC Freiburg gewann dieses Spiel mit 3:0. Nach 67 Jahren, 360 Partien und 999 Toren zog der Club dann ins neue Stadion. Das Dreisamstadion hat eine Kapazität von 24.000 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 14.000 Sitz- und 10.000 Stehplätze. Die Eintrittspreise betrugen in der vergangenen Saison zwischen 5 und 20 Euro. Kommen wir wieder zur Anreise. Vom Freiburger Hauptbahnhof nutzt ihr am besten die Straßenbahnlinie 1 Richtung Stadion oder Littenweiler. Die Fahrzeit vom Hauptbahnhof bis zum Römerhof Stadion wird angesagt, beträgt 16 bis 20 Minuten. Von der Haltestelle Römerhof ist es dann noch ein Fußweg von ca. 5 bis 10 Minuten. Mit der Höllentalbahn könnt ihr auch anreisen. Wenn ihr mit dieser Richtung Freiburg fahrt, steigt ihr am Bahnhof Littenweiler aus. Von dort aus sind es ca. 10 Minuten zu Fuß zum Stadion. Aus den Freiburger Umlandgemeinden fährt außerdem der SBG Sportbus direkt vor das Dreisamstadion. Die Eintrittskarte berechtigt am Geltungstag ab 3 Stunden vor Spielbeginn bis Betriebsende zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt innerhalb des Linienverkehrs des Regionalverkehrsverbund Freiburg. Bei Print-at-Home-Tickets ist eine Registrierung je Fahrgast im Buchungsprozess erforderlich. Außerdem muss ein Legitimationsnachweis bei Fahrtantritt mitgeführt werden. Selbstverständlich habt ihr auch die Möglichkeit, mit dem Fahrrad über verschiedene Radwege zum Dreisamstadion zu kommen. Hier wird aber darauf hingewiesen, dass nur eine begrenzte Anzahl von kostenlosen Stellplätzen für Fahrräder zur Verfügung steht. Bei Anreise mit dem Auto über die A5 verlasst ihr die Autobahn an der Ausfahrt Freiburg-Mitte und fahrt dann in Richtung Donaueschingen B31. Anschließend folgt ihr den Beschilderungen Richtung Ebnet, Littenweiler, Stadien. Hierzu noch ein wichtiger Hinweis. Nicht rechts in den Tunnel der B31 abbiegen, sondern links halten.
Nach rund 1,5 Kilometer erreicht ihr dann das Dreisamstadion. Wenn ihr aus Donaueschingen Titisee-Neustadt über die B31 anreist, verlasst ihr die Bundesstraße unmittelbar vor dem Freiburger Stadttunnel an der Ausfahrt Ebnet-Littenweiler Stadion. Haltet euch rechts und folgt den Beschilderungen Richtung Stadion. Das Dreisamstadion befindet sich unmittelbar in einem Wohngebiet. Aufgrund von Anwohnerzonen gibt es so gut wie gar keine Parkplätze. Achtet daher bitte auf die Park-and-Ride-Angebote oder nutzt Parkflächen der benachbarten pädagogischen Hochschule. Ferner werden am Spieltag einige Straßen rund um das Dreisamstadion gesperrt. Darunter fällt auch die Schwarzwaldstraße, die ca. 3 Stunden vor Spielbeginn gesperrt wird. Nachdem ich mit dem ICE am Hauptbahnhof ankam, fuhr ich mit der Stadtbahn weiter zum Stadion. Von der Haltestelle aus ist es nur ein kurzer Fußweg zum Stadion. Und wie immer kommt zum Schluss noch das Bild vom Stadionmenü. Kommen wir zum Schluss wieder zur Bewertung meines Besuchs. Diese Bewertung spiegelt nur meinen Eindruck wider. Andere können und dürfen selbstverständlich eine andere Ansicht haben. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist nur mit der Stadtbahn angebunden. Parkplätze sind so gut wie gar nicht vorhanden und auch für das Fahrrad gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher nur 5 von 10 Punkte. Stimmung. Es ist normal, dass bei einer zweiten Mannschaft nicht die Hardcore-Fans der ersten Mannschaft in der Kurve stehen. Die Stimmung kommt daher größtenteils von den Fans der Gästemannschaft. 4 von 10. Stadionmenü. Die Bratwurst hat gut geschmeckt, das Bier auch. 9,90 Euro sind auf den ersten Blick recht viel, doch hier sind 2 Euro Becherpfand mit dabei. 8 von 10 Punkte. Sicht. Die Plätze sind sehr nah am Spielfeld und die Sicht im Stadion ist auf allen Plätzen sehr gut. Sichteinschränkungen gibt es so gut wie keine. 9 von 10. Stadion. Man merkt, dass das Stadion in die Jahre gekommen ist und die Umbauten seit 1993 in meinen Augen eher provisorische Lösungen waren. Die Einschränkungen bei der An- und Abreise tun ihr Übriges. Für ein Stadion in der dritten Liga ist es aber in Ordnung. 5 von 10. Insgesamt erreicht damit das Dreisamstadion in Freiburg 31 von 50 möglichen Punkten und landet in meiner Liste auf Platz 14. Damit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns zur neuen Saison dann wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, euer Stadiontester.